Der britische Prinz Philipp ist tot. Der Ehemann von Königin Elizabeth II. Sei am Morgen friedlich im Schloss von Windsor gestorben, teilte der Buckingham-Palast mit. Der Prinz war im März einen Monat lang wegen einer Herzoperation im Krankenhaus gewesen. Philipp wäre in Kürze 100 Jahre alt geworden. Er und die britische Königin waren seit 1947 verheiratet. 2017 zog sich der Prinz weitgehend aus dem öffentlichen Leben zurück.